Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Der schnauft hier schon, der ist nämlich ziemlich erschöpft, ich bin auch zu schwer. Macht aber nichts, weil wir sind ja hier in unserer tollen Hütte am See. Und der heutige Plan, ich habe es glaube letzte Folge schon gesagt, ist für mich allerdings wieder ein paar Tage her. Wir gehen jetzt zum Turm, da wollte ich schon lang mal hin, dann gehen wir hier hin und hier hin. Und dann gehen wir hier hin. Allerdings nicht für diese neue Hoffnung-Mission, sondern für die Waldflüsterer-Mission. Und dann gehen wir wieder hierhin zurück. Und dann, genau, das ist jetzt mal der Plan. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Was ich gerade schon gesehen habe, hier liegen Wollsocken. Und die hätte ich gern. Weil ich habe hier, mal gucken. Ach, ich hatte Klettersocken an. Habe ich wieder welche gefunden mal? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls habe ich jetzt zwei Paar Socken an, das ist ganz gut. Kann ich die reparieren? Ich habe keinen Stoff dafür. Warte mal, ich könnte generell mal die ganze Kleidung angucken. Die Mütze sollte ich auch mal reparieren. Das da ist alles noch gut. Der Pulli ist nicht mehr so gut, aber ich glaube, der hatte letztes Mal auch schon 49, also der hat jetzt auch nichts verloren seither. Die müsste man auch irgendwann mal reparieren. Das ist alles noch in Ordnung. Die Socken nicht. Die Schuhe sind perfekt. Ich glaube, die Mütze und die Socken, die wären jetzt so das Nächste, was mal ansteht. Ich glaube, da werde ich für beide ein Stück Stoff brauchen. Und hier liegen getragene Skihandschuhe. Und die zerlege ich jetzt einfach mal. Aktionen, zerlegen, kriegen wir ein Stück Stoff raus. So. Und dann kann ich mal hier die Socken reparieren zum Beispiel. Reparieren. Dauert 38 Minuten. 60,5%. Das ist in Ordnung. So. Die sind jetzt bei 92%. Sehr gut. Die Mütze, die ist immer noch nicht so ganz gut. Aber macht ja nichts. Jetzt pass mal auf. Gibt es hier noch irgendwas, was ich zerlegen kann? Ich glaube nicht. Okay, wir müssen auf unsere Mütze aufpassen. Das ist immer noch die Original... Ach, warte mal. Abgehend zur Stadtparker. Den kann ich wunderbar zerlegen. Da kriege ich wahrscheinlich auch... Ups. Kann ich den zerlegen? Zerlegen. Drei Stücke Stoff für nur... Oh, das dauert noch 20 Minuten. Ihr dann. Auf geht's. Einwandfrei, dann kann ich jetzt die Mütze reparieren. 25 Minuten. 67% Reparaturumfang, das heißt, die ist schon wieder top. 100%. Mackenzies Wollmütze. Gut, das reicht dann erstmal. Jetzt ist es auch schon dunkel geworden. Ach, die Kissen könnte ich auch noch... Ah, nee, habe ich kein Messer dafür. Warum habe ich kein Messer dabei? Naja. Ignoriere ich jetzt einfach mal. Jetzt ist die Frage. Ich muss was trinken und ich muss auch was essen. Ich würde zuerst hier was mir reinziehen. Dose Sardinen. War noch ein bisschen... hat ein bisschen was zum Durst geholfen. Ich habe wirklich nicht mehr viel zu essen. Aber so ein Energieriegel, Schokolade, Nüsse, gesunde Sachen. Auf jeden Fall, her damit. Und jetzt trinke ich hier noch mein letztes Wasser. Vielleicht reicht es schon. Oh ja, ich habe noch 0,04 Liter. Dann pass mal auf, dann schlafe ich jetzt. Und zwar 12 Stunden. Zack. Und dann wird es immer noch dunkel sein. Das macht aber nichts. Ich hoffe, es stürmt jetzt nicht so arg. Geheilt, Verstauchungsrisiko, genau. Wir sind jetzt schön ausgeruht. Es scheint nicht mehr zu stürmen. Die Sonne geht schon langsam auf. Was ich jetzt mache, ist eine Kohlenmonoxidvergiftung mir holen, weil, okay, geht nicht. Ich dachte, ich kann hier drin vielleicht Feuer machen, das wäre entspannt. Geht aber nicht. Habe ich auch noch nie ausprobiert bisher. Ich brauche halt was zu trinken, ne? Das ist jetzt das Ding. Und hier liegt Kohle irgendwo auf dem Boden. Kohle. Und hier liegen auch noch Bücher.
Stoff. Stoff. Wo lag hier Stoff? Stoff. Ach so, das. Habe ich eine Lampe? Bestimmt habe ich eine Lampe. Die müsste ein Kilo wiegen. Die müsste. Ja, hier ist sie. Verwenden. Ich zünd die mal kurz an. Komm. Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal schlafen, weil dann muss ich, kriege ich noch mehr Durst und so weiter. Das Buch nehme ich mit. Und das Buch nehme ich auch mit. Und das Buch nehme ich auch mit. Stapel Papier nehme ich auch mit. Ich bin schon wieder zu schwer, ich weiß. Das macht aber nichts. Ach, hier ist noch eine Limonade. Das ist schon natürlich praktisch. Papier, ich könnte auch die Regale noch zerlegen, aber... Oh, nice, Magnesiumfackeln. Ich zerlege hier jetzt mal nichts. Ich mache... Ja, ja, ich mache jetzt einfach Feuer mit dem, was ich habe. Dose Kaffee brauche ich nicht unbedingt. Ich gehe mal raus und guck, wie das Wetter gerade ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu kalt. Und nicht allzu windig, weil ich muss jetzt irgendwo... Oh ja. Gut, die Lampe ist schon hell genug. Die Lampe brauche ich gar nicht mehr. Wie geil sieht das denn aus? Da drüben ist unser Kollege in der Hütte drin. Boah, ist das nice. So, jetzt ist die Frage, wo mache ich das Feuer? Ich würde es einfach hier auf der Pforte oder so machen. Geht nicht. Naja. Oder habe ich zu wenig Material dafür? Ne, es geht einfach da drüben nicht. Geht's hier? Ja, also hier wird's gehen. Dann mache ich es einfach mal hier. Zunder, Holz, Streichhölzer, Zunderbündel, ein Buch. Ich nehme einfach mal die... Ach, die Kohle kann ich ja später drauflegen, genau. Dann nehme ich ein Buch. Brandbeschleuniger nehmen wir auch. Wobei, ich habe nur noch 4. Dann nehmen wir keinen. Außer es schlägt jetzt irgendwie fehl. Dann können wir überlegen, doch einen zu benutzen. So. Und dann gucken wir, dass wir kurz was zu trinken kriegen. Dosen sollte ich hoffentlich dabei haben. Wunderbar. Jetzt lege ich... Ich habe 3 Kohle. So, die Bücher, die lege ich noch drauf. Jetzt bin ich auch nicht mehr zu schwer. So, und das gibt jetzt ordentlich warm. Jetzt pass auf. Wasser. Auswählen. 0,5 Liter. Garen. Und jetzt beeile ich mich. Wasser, Dose, 0,5 Liter. Garen. Und jetzt mache ich schnell warten. Eine Stunde warten. Und das reicht jetzt gerade so, dass die Dinger fast verkocht sind, aber nicht ganz. Und jetzt kann ich schön hier das trinken. So, jetzt habe ich meine 0,5 Liter Wasser getrunken. Ich würde das gleiche einfach nochmal machen eigentlich, weil ich auch was essen muss, aber das kann ich gleich machen. Wasser, garen, Wasser, garen. Warten, warten. So. Ich müsste dann bald mal was essen. Aber Wasser haben wir jetzt schon mal. Zu schwer bin ich auch wieder. Aber ich trinke jetzt erstmal, damit ich nicht mehr durstig bin. Kann ich die Dinger essen? Nee, da kann ich nur einen Tee draus machen. Was habe ich denn noch zum Essen? Ich habe nicht mehr viel. Trockenfleisch, her damit. Ich muss mich jetzt mit so Scheiß halt durchfressen, ne? Geht jetzt nicht anders. Dass ich jetzt wieder Durst bekomme, ist egal. Ich habe gerade eh viel zu viel Wasser. Ich bin zu schwer. Deswegen, aber ich gönne mir jetzt einfach. Komm, ich habe hier noch mehr Beef Jerky. Her damit. Gib 350. Das ist gar nicht schlecht. Da haben wir noch eins. Und noch eins. Komm. Dann sind wir ja wieder fast satt. Dann trinke ich nochmal. Wunderbar, jetzt habe ich noch einen knappen Liter. Bin immer zu schwer. Mein Feuer brennt noch eine Stunde, das macht nichts. Die Dosen, oh, ganz wichtig, aufheben. Und jetzt ruckelt es ein bisschen beim Feuer, das macht aber nichts. Jetzt sind wir bereit. Guck mal, Wetter ist richtig gut. Besser könnte es nicht sein. Wie warm ist es draußen? Okay, gefühlt 1 Grad.
Aber voll gut, weil es ist früh am Morgen. Wir sind gerade aufgestanden, ne? Okay, eigentlich so früh ist es gar nicht mehr. Aber warum war da gerade unten dieses grüne Ding? Ach so. 35,0 Kilo habe ich jetzt von 35,0. Das ist natürlich nicht so nice. Warte mal. Wichtig, ich muss meine Waffe immer bereithalten. Hier sind diese Vögel bei der Leiche. Ja. Da vorne auf dem Eis werden uns eventuell ein paar Wölfe begegnen. Wenn wir Glück haben, dann können wir die aber umgehen. Ich glaube aber eher nicht. Wir sind auch über so Hütten, ne? Ich habe noch nie geangelt. Könnte ich auch mal probieren irgendwann. Wäre eine Idee. Da vorne sehe ich einen Wolf schon. Okay. Ich könnte natürlich versuchen, den zu erschießen, aber weiß ich nicht. Muss jetzt irgendwie eigentlich auch nicht sein. Ich weiß auch nicht, ob die respawnen. Ich habe hier ja mal einen Wolf erschossen. Der ist jetzt wieder weg. Also, ne, der lag da ja dann hier rum. Der ist jetzt weg. Und ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann halt einfach irgendwann wiederkommen. Deswegen. Und es muss ja nicht sein. So, ich glaube allerdings, umgehen können wir den nicht. Ich kann es mal probieren. Aber ich fürchte, dass der uns sehen wird. Kommt er schon auf uns zu? Ne. Okay, jetzt hat er irgendwas gesehen. Wohin des Weges? Oder hat er einfach nur Angst gehabt für irgendwas? Okay. Okay, ne, er hat uns gesehen. So. Ich weiß zwar, dass die wegrennen, wenn ich die abschieße mit dem Ding, aber trotzdem fühle ich mich nie wohl dabei, weil ich schieße dann und die ändern ja nicht sofort die Richtung, sondern rennen erstmal weiter und rennen dann so eine Kurve. Dann denke ich immer, boah, wenn der jetzt trotzdem auf mich zurennt, dann habe ich ein Problem. Immerhin habe ich meine Mütze repariert, also die wird schon mal nicht kaputt gehen, aber trotzdem. So. Und das hier ist jetzt unerforschtes Terrain. Ich war hier noch nie. Da ist der Turm. Da wollen wir hoch. Boah. Wie kommen wir denn da hoch? Gibt es da einen Weg? Ah, bestimmt gibt es da einen Weg, aber... Naja. Ach, hallo? Ja. Aber da oben muss die Aussicht ja richtig geil sein. Auf diesem Felsen. Da bin ich wirklich mal gespannt. Da ist schon wieder unser Freund der Hirsch. Ich war hier jetzt allerdings noch nie. Wobei, da vorne? Eisenbahnlandeplatz. Also da oben war ich schon bei der Eisenbahn. Allerdings hier, wenn ich jetzt... Ja, ich werde jetzt hier links gehen. Und da war ich noch nicht. Also hier kann es jetzt sein. Ich habe gar nicht nachgeladen, ne? Das ist wichtig, immer nachladen. Wenn ich hier durchlaufe, kann es natürlich sein, dass... es Wölfe gibt oder so. Da sollte ich mich drauf gefasst machen, dass ich im Notfall die Leuchtpistole abfeuere. Da drüben sind nur Hasen, okay. Aber ich höre auch schon einen Wolf heulen. Boah, wie soll ich denn da hochkommen? Wo ist da ein Weg? So, die Hasen, die sind mir jetzt erstmal egal. Ich brauche jetzt nicht so dringend was zu essen. Ich habe ja Müsli-Riegel und Zeug. Und ich will auch keine toten Hasen rumschleppen mit mir, weil, ne, wegen Wölfen und so. Okay. Hier ist es ein bisschen steil, aber wird schon nichts passieren.
Ich weiß nicht, ob das der Weg sein soll hier. Wieso hinterlasse ich eigentlich keine Fußstapfen? Naja, egal. Ah doch, scheint ja doch ein Weg zu sein hier. Perfekt. Ich habe schon gedacht, ich suche jetzt ewig rum und es dauert. Aber nö. Hier scheint tatsächlich der offizielle Weg zu sein. Warum jetzt Musik kommt? Wahrscheinlich wegen dem Turm. Ein Funkturm. Müssen wir da hin? Nee, das ist hier drüben. Okay. Aber da könnten wir bestimmt hin. Oh je. Geht's voll runter. Aber jetzt sind wir schon oben. Boah, ist das cool. Boah. Was liegt denn da? Siehst du das? Ach, das ist ein Licht, glaube ich, um die Flagge hier zu beleuchten. Förster Aussichtsturm. Ja, dann gehen wir doch direkt mal hoch, oder? Wird hier wohl hoffentlich kein Wolf drin sein. Oh, da sehe ich schon Vorräte. Nice. Aber jetzt will ich mir erstmal die Aussicht angucken. Boah. Ist das die Hütte da unten? Ja. Hier drüben, das ist die Hütte, hier drüben geht es zu den Seen. Da im Hintergrund sieht man ganz klein diese Seehütten. Und hier hinten in der Richtung irgendwo müsste unser Kollege Jeremiah sein. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht wegen den Bäumen. Da drüben ist dieser Turm, aber da ist auch ein Weg. Oh, ich will da eigentlich hoch. Wir gehen da noch hoch, okay? Wir gehen da hoch und dann holen wir uns diese Vorräte. Weiß aber nicht, schaffen wir das alles heute? Ich denke schon. Wenn wir nicht trödeln. Aber ich will schon die Aussicht hier noch angucken. Also so viel trödeln muss dann schon sein. Aber voll geil. Und da hinten, genau, da hinten ist irgendwo der Staudamm. Ah, da sieht man sogar das Gebäude hinten ein bisschen. Boah, überall Wolfsgeheul, ne? Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Tür machen wir hinter uns zu. Sonst wird's kalt. Wanderstiefel brauchen wir nicht. Boah. Boah. Ich habe noch nie die Wasserreinigungstabletten benutzt, ne? Wetzstein, mit dem man Klingen schärft. Der wiegt fast nichts. Her damit. Streichhölzer auch immer gut. Brandbeschleuniger. Buch. Hieraus könntest du irgendwann etwas lernen. Ich glaube, daraus kann ich nichts lernen, oder? Too much stuff to carry. Ja. Ich kann hier Feuer machen, theoretisch. Schweinefleisch mit Bohnen, auch gut. Nähzeug. Zedernholz. Boah, gibt's hier viel Schweinefleisch mit Bohnen. Ich nehme das mal alles mit. Radio geht nicht. Feuer mache ich hier wahrscheinlich nicht. Brauche keins. Den Zettel lese ich mich gleich durch. Und die
liegt hier noch irgendwas. Da liegt noch Beef Jerky. Oh, eine Gewehrpatrone, auch immer praktisch. Auch wenn ich schon lange keine mehr gebraucht habe. Da gäbe es auch nochmal neue Wollsocken. Die lasse ich mal da. So, dann lese ich einfach mal den Zettel. Unleserliche Notiz. Eine unordentlich gezeichnete Karte zu einem Vorratsversteck. Text lesen. Der Text ist kaum lesbar. Falls die Nachricht für eine Person bestimmt war, hatte sie sicher Probleme, sie zu entziffern. Zum Glück erkennst du einige Orientierungspunkte und einen dicken Pfeil, der auf ein großes X zeigt. So. Wo ist es? Finde das Vorratsversteck am Eingang zum trostlosen Marschland. Boah, da komme ich jetzt eigentlich gar nicht mehr hin, ne? Beziehungsweise, ich könnte, weißt du, was wir machen? Wenn wir die Mission fertig haben mit dem Waldflüsterer hier in der Seehütte, dann laufen wir hier durch diese Schlucht zurück, weil die wollte ich mir eh mal angucken. Und dann kommen wir genau hier raus. Und dann können wir die Schienen entlang laufen zur Hauptmission. Aber eins nach dem anderen. Draußen geht ganz schöner Wind inzwischen, ne? Seife gibt's auch. So, ich muss irgendwas da lassen. Ich bin 2 Kilo zu schwer. Ich könnte noch was trinken. Was wiegt denn hier so viel? Pass auf. Die Taschenlampe, soll ich die mal da lassen? Ich weiß nicht. Jetzt kommt auch noch Musik. 31 Gewehrmunition. Voll viel. 4 Stöcke. Weiß nicht, die brauche ich vielleicht zum Feuer machen. Dieses komische Werkzeug, weiß ich auch nicht, wofür das da ist. Die Axt, kann ich die eigentlich schärfen jetzt? Oh ja, mit dem Wetzstein. Zustandsverbesserung 3%. 12 Minuten. Mache ich jetzt mal noch nicht. Kann ich eventuell mal machen, wenn ich abends noch Zeit habe und irgendwie am Feuer warten muss oder so. Dann wäre das ganz gut. Damit kann ich dann auch so kleinere Zeitfenster überspringen, wie zum Beispiel, ne, wenn ich warte, bis was gegart ist oder so, dann kann ich einfach die Axt schleifen. Dann gehen so 12 Minuten rum. Aber jetzt momentan würde ich das mal noch nicht machen. Ich habe so viel von dem Antiseptikum und das hier läuft bald ab, deswegen würde ich das mal da lassen. Das hat 51%, das lasse ich auch da. Und den Rest behalte ich jetzt aber mal noch. Ist nur die Frage, was lege ich weg? Was lege ich weg? Die Fackel, die ist nicht mehr besonders gut, die lege ich mal ab. Und jetzt sind es noch 160 Gramm, die immer loswerden müssen. Die Papiere, die habe ich eigentlich nur mitgenommen, weil ich... komm, jetzt haben wir es geheilt, das Verstauchungsrisiko, dann gehe ich jetzt wieder. Ich will jetzt eigentlich nicht so viel Zeit verschwenden. Boah, kommt hier Wind rein. Soll ich dann vielleicht lieber da bleiben? Nee, es ist gerade mal Mittag. Boah, aber jetzt ist es richtig kalt. Ich denke aber, wenn ich runtergehe, dann müsste es wieder besser werden. Das ist halt hier oben auf dem Berg, ne? Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich gern noch auf den anderen Berg gehen. Irgendwo, wo ist der? Hier drüben, genau. Weil ich würde gern... Das ist aber voll cool hier oben. Ich würde gern sehen, was es da gibt, falls es da was gibt. Dauert dann zwar ein bisschen, aber kriegen wir hin. Und ich meine, dass wir zu irgendeinem Wohnwagen gehen. Bei dem Waldflüsterer Versteck. Also, ne, wenn ich mal auf die Karte gehe. Hier. Ich meine, dass das hier ein Wohnwagen ist. Wir haben da einen Schlüssel gekriegt. Und im besten Fall können wir uns da erstmal verschanzen für die Nacht. Boah, jetzt wird's echt windig. Gehen wir mal lieber schnell. Ohne zu sprinten natürlich. Wir wollen uns jetzt nicht irgendwie noch den Fuß verstauchen. Beziehungsweise, das passiert hier eigentlich nicht. So steil ist es nicht. Aber wir wollen natürlich auch nicht unsere Energie verbrauchen hier. Da gehe ich nicht runter. Hab's gerade überlegt, aber nein. Ich muss kein Risiko eingehen. Zumindest nicht unnötig. Auf den anderen Berg möchte ich gern. Das Risiko gehe ich gerne ein, aber hier irgendwie quer den Berg runtersprinten, das muss nicht sein. So. Ich glaube, von hier bin ich auch gekommen, ne? Fußspuren mache ich immer noch keine. Ja, ein bisschen nach Sturm sieht es aber schon aus, ne? Ich hoffe, dass ich falsch liege.
Aber meine Temperatur steigt schon mal wieder. Das ist ganz gut. Vielleicht ist es einfach nur ein bisschen nebelig. Ich bin froh, dass es nicht nebelig war, als wir oben auf dem Turm waren. Sonst sind hier irgendwo Raben? Ich sehe keine. Warte mal, wo muss ich hin? Ah, okay, ich muss. Da vorne kommt ein Fluss, da muss ich irgendwie drüber. Vielleicht hätte ich auf der anderen Seite langlaufen sollen. Vielleicht hätte ich das echt machen. Wobei, aber wie wäre ich da runtergekommen? Hier, das ist, glaube ich, der Berg, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich werde es schon irgendwie schaffen. Ich kann ja gucken, dass ich bei der nächsten Möglichkeit irgendwie nach rechts gehe. Vielleicht sogar hier schon. Aber ich sollte natürlich wachsam sein, was hier die Tiere angeht. Aber hier sieht es bisher ganz gut aus. Keine Wölfe oder so. Um den alten Bär müssen wir uns jetzt auch nicht mehr sorgen. Ich hoffe halt, dass es stimmt, ne, mit dem Berg. Aber dann ist das der hier? Okay, der müsste es sein eigentlich. Neuer Ort entdeckt, gefrorener Bach. Ach, hier ist das. Ach, und warum ist das so ein... Gibt's hier was? Warum ist das so ein extra Ort? Vielleicht bei der Quelle? Vielleicht gibt's da eine Höhle oder so. Wäre natürlich cool. Aber ich fürchte... Nö. Da gibt's gar nichts, außer einem steilen Hang. Schade. Vielleicht, wenn wir weiter nach unten laufen, das könnte natürlich sein. Ups. Aber ich würde gern... das alles noch am... an dem heutigen Ingame-Tag schaffen. Und man sieht, es ist schon... Nachmittag. Am frühen Nachmittag zumindest, aber trotzdem... Und ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Da hinten müsste irgendwo der Turm sein. Und es verwirrt mich ein bisschen, dass ich hier gar nichts sehe von diesem Turm. Also von dem Funkturm. Ah doch, da oben. Da sieht man die Spitzen. Sehr gut. Dann bin ich schon mal nicht komplett falsch. Das sieht aus, als könnte es ein Weg sein. Boah, geht die Steilrunde. Hm. Da geht's eher weniger hoch. Nee, ich will nicht an dem Hang entlang laufen, der ist zu steil. Naja, wäre ja auch langweilig, wenn es zu einfach wäre, oder? Wir müssen gucken, ob wir von der anderen Seite da irgendwie hochkommen. Okay, gibt's hier was? Könnte ich auch doch den gefrorenen Bach mir kurz angucken. Aber ich weiß nicht, da oben sieht es aus, als würde es da hochgehen. Ne, da stehen dann diese Birken. Und das würde ich mir mal gern angucken. Das sieht fast aus, als könnte man da vielleicht tatsächlich durch. Allerdings stehe ich schon wieder an einer sehr schrägen Stelle und ich habe Sorge, dass das hier nicht gut geht. Ich meine, ich habe Verbände. Ich kann jetzt mir einen verstauchten Knöchel auch verbinden, so ist es nicht, aber an den steilen Hängen würde ich gern nicht so lange rumlaufen. Sieht aber gut aus. Okay, da oben gibt es irgendeinen Weg. Da bin ich hier aber ein bisschen fehl am Platz. Ah, ja, ich habe ein bisschen abgekürzt. Okay, gut. Auch gut, wir haben ja auch, ne? Schon ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit gerade.
Wobei es nicht so knapp ist. Also wir haben noch Zeit. Weil wenn wir das gemacht haben, müssen wir einfach nur hier einen Bogen laufen, an dem vorbei und dann können wir hier hoffentlich schlafen. Also im besten Fall ist das überhaupt nicht knapp. Falls wir halt dort ankommen und da ist kein Wohnwagen zum Schlafen, dann haben wir eventuell ein Problem. Ach was, hier war auch so ein Turm. Zerstörter Aussichtsturm. Da gibt es aber noch Vorräte, sehe ich in der Box drin. Lass mal kurz gucken. Metallbehälter. Nähzeug, Magnesiumfackel, Stoff. Hier liegt was zu essen. Sehr gut. Ich nehme mal alles mit und sortiere nachher wieder aus. So, da würde ich... Da liegt noch was. Getragene Arbeitshose. Ja, das lasse ich mal alles da. Vorratsbehälter. Boah. Boah, geil. Holzbrikett. Das ist natürlich gemein, dass es hier ein Seil gibt, weil jetzt will ich wissen, wofür das gut ist. Vielleicht können wir... Ah, okay, ich für das hier. Ja, gut, okay. Pass auf, komm. Wenn das so ist, dann nehmen wir das gleich mal mit. Dann können wir hier relativ schnell wieder runterklettern. Sind allerdings dann auf der falschen Seite. Weiß nicht, ob ich das überhaupt mache. Kletterseil verwenden. Wunderbar. Und dann könnten wir hier runterklettern, wenn wir das wollten. Und könnten auch wieder hochklettern. Ja, mal sehen. Mehr wird es hier aber nicht geben. Genau, hier wieder so Lampen im Boden. Nö. Also, das war's. Aber cool. Also, wir haben eine Ein-Mann-Packung gefunden. Das ist gut. Jetzt sind wir ein bisschen zu schwer, müssen wir ein bisschen aussortieren. Aber wir sind gerade bei 32 Minuten. Ich würde sagen, das machen wir nächste Folge. Dann geht's weiter. Unsere schöne Route. Und mal schauen, ob wir dann bis hier kommen oder wie weit wir kommen. Mal sehen. Aber dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.